Michael Hammer von der ÖVP setzt fort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren. Ja, wir haben hier eine Reparatur vorzunehmen, wo es um die Prüfung lohnabhängiger Abgaben geht. Das ist eine Geschichte, die grundsätzlich von der Zielsetzung, und das ist aus Vorrednern auch schon hervorgegangen, weit zurückreicht, nämlich im Jahr 2002 die damalige Regierung, das Parlament damals bereits begonnen hat, im zweiten Abgabenänderungsgesetz die Prüfung lohnabhängiger Abgaben zu vereinheitlichen. Es ist damals festgelegt worden, dass ein Prüforgan des Finanzamtes oder eines Krankenversicherungsträgers diese Prüfungen macht und hier entsprechend effizienter vorgegangen worden ist. Mit der Reform 2020, also die mit 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wollte man diese Serviceorientierung und die Effizienz noch weiter steigern und hat eben einen Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge eingerichtet und dort die Kompetenzen gebündelt. Wie schon angesprochen worden ist, wurde das vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und ist daher zu ändern. Was aber in der Änderung und in der Korrektur mit drin ist, man hat sich zu einem Prüfdienst weiterhin bekannt, der bleibt auch bestehen und die Kompetenz für die Prüfungen kommt eben dem zuständigen Prüfdienst oder auch der Gesundheitskasse entsprechend zu. Und es wird auch ein Weisungsrecht für die ursprünglich erhebungsberechtigte Institution eingerichtet, weil das auch ein Punkt war, den der Verfassungsgerichtshof angeregt hat. Ich darf dazu, nachdem der Kollege Kotzer auch schon einen Abänderungsantrag eingebracht hat, noch einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Magister Michael Hammer, Josef Muchitsch, Magister Markus Kotzer einbringen und in den Grundzügen erläutern. Er wird dann noch verteilt. Dort geht es im Wesentlichen im Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge, dass auch die Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter und Eisenbahn und Bergbau mit einbezogen wird. Ein zweiter Punkt ist, dass die im Zuge des Gastronomiepakets im Einkommensteuergesetz schon geregelte steuerfreie Betrag für Essensgutscheine für Dienstnehmerinnen nun auch im ASVG hinsichtlich der Beitragsfreiheit nachvollzogen wird. Und ebenfalls im ASVG wird geregelt, die Honorare für die Gutachten der Risikopatienten, dass die entsprechend auch geregelt sind. Abschließend, nachdem wir unter diesem Tagesordnungspunkt auch einen Antrag der NEOS zur Kurzarbeit mitdiskutieren. Ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen. Die Corona-Kurzarbeit in Österreich ist ein absolutes Erfolgsmodell. Rund 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen können damit in Beschäftigung gehalten werden. Und sie wird jetzt auch bedarfsgerecht verlängert, damit wir auch die Ziele, die wir damit verfolgt haben, entsprechend erreichen können und viele Menschen in Beschäftigung halten können. Eine Erfolgsgeschichte und die sollte man nicht schlecht reden. Danke sehr. Sagt Michael Hammer von der ÖVP und Christian Drobitz von der SPÖ. Er setzt fort. Erläutert, wird zur Verteilung gebracht und ist daher mit in Verhandlung.